Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Far Cry New Dawn. So, wir wollen doch jetzt mal zu der Düngemittelfabrik hingehen und mal Rush befreien. So, hier fährt doch irgendeiner. Egal. So, ich habe mir jetzt mal Judge als Begleiter genommen, da ich mit ihm ja noch gar keine Kills gemacht habe. Der bringt irgendwie gar nichts, glaube ich. Also bis jetzt hat er noch nicht einen Kill hingekriegt. So. So. Ich habe Interessantes über dich gehört. Was freut mich jetzt? So, dann... Warum brennt das denn jetzt hier so? Oh, da ist noch ein toter Highwayman. Da kann man auch gleich mal ein bisschen plündern. Ach, jetzt brenne ich auch noch. Na, super. Also der Judge, der atmet ja immer wie... Hört sich ja fast an wie Darth Vader. Also, vielleicht soll er mal was in seiner Lunge. Oh, oh. Ah, hau ab, Miezekatze. Deswegen mussten wir es schließlich selbst in die Hand nehmen. Jetzt sind wir an der Reihe und machen Probleme. Die Leute hier zählen auf dich. Wir werden denen aber mal zeigen, was für ein Fluch du eigentlich bist. Alter, alte Sappelmorgen mehr. Wir kommen jetzt und reißen euch den Arsch auf. Hoffe ich zumindest. Autsch, das war nicht gut. So, kommt man jetzt hier nochmal kurz... Kann man hier nochmal was mitnehmen? Ach du Scheiße. Oh, oh nee, jetzt wollen wir hier zurück hier, sonst... Wer schießt denn? Ah, Scheiße, wer schießt denn da jetzt auf mich? Arschloch. Lust auf mehr? Eigentlich nicht. Keine Wahl. Das hast du davon, wenn du dich mit uns anlegst. Finde die übrigen. Ach, Kacke, Mann. So, jetzt ist... Oh,
jetzt schieße ich ihn auch noch an, ich Idiot. So, jetzt die große Frage, wo sind jetzt die blöden... Ah, hier unten ist irgendwie ein Scheiße. Im Suchgebiet, ja. Oh, ich glaube, das wird hier nichts. Alles klar. Ach du Scheiße. Oh, warte mal. Das ist echt übel. So, ich hab dir jetzt. Schönen Tag. Danke für die Rettung. Dafür nicht, du. Ach. Oh oh. Oh, ihr dachtet, ihr könnt hier den Dicken markieren? Ihr dachtet, ihr könnt uns in den Schatten stellen? Und jetzt seht euch an. Scheiße. Ach, Kacke. So, jetzt ist die große Frage, jetzt. Ah, das wird doch wieder nichts. Scheiße, wie komme ich da erstmal hoch? Och, Kacke, ist mich hier wieder runtergefallen. So, wo ist denn jetzt hier noch? Das ist nicht vorbei, wenn ich unter der Erde bin. Ah, da ist er ja.
verpasst meinen Glauben an die Menschheit. Glauben an die Menschheit, ich schaue auf die Menschheit. Sieht nicht gut aus für Rush. Nee, oh, scheiße, nee. Ja, wo ist denn jetzt? Oh. Steht es denn um dein Gedächtnis? Du wirst es nämlich gleich gut gebrauchen können. Ja. So, wie komme ich jetzt aber da unten rein? Hier. Aha. Okay, gut. Ich liebe gute Rätsel. Das war's. Es ist aus. Es ist alles aus. Ach du Scheiße. Wollte ich nicht sterben. Ach, in der richtigen Reihenfolge müssen wir jetzt. Das war's. Okay, gut. Das ist aus. Das ist alles aus. Das war mir eine Ehre. Ach, Kacke, okay, gut. Das Tor, bitte. Ja, Rano, was ich jetzt hier gerade probiere. Das kann nicht wahr sein. Danke. Es fühlt sich nicht richtig an, mit New Eden zu kooperieren. Rush und Kim werden schon wissen, was sie tun. So, jetzt laufen wir mal hier durch. Ich bin jetzt in wichtiger Mission unterwegs. Warte mal, was ist... Oh, Scheiße. Das war jetzt nicht gut. Ich habe noch so den. Ja, Scheiße. Zivilisten abgeknallt. Ach, Kacke. Das hat jetzt leider nicht funktioniert. Ja, jetzt also schießt, soll ich jetzt die Zivilisten aber abknallen oder was? Komm nicht zu nah, sonst geht die... Ah, Scheiße. Na toll. Schieß auf die Schlösser an den Ketten. Ach ja, alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Oh ja, jetzt erstmal gucken. Ach, Kacke, das funktioniert von hier aus nicht.
Das funktioniert von hier aus nicht. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt von hier ein freies Schussfeld habe. Alter, laber doch keinen Scheiß, Alte! Begib dich zu den Zwillingen. Na super. Gut, ich habe ja noch den Jähzorn. Da kann ich auch noch richtig schön fratzen. Verschwinde hier! Hau ab! Das kommt mir sehr bekannt vor. Als hätten wir das schon mal erlebt. Entspann dich. Bleib doch noch. Lege die Handschellen an. Sieh dir das an. Siehst du, wie leicht es sein kann, mit dir klarzukommen? Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Oh, fuck! Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Ach, weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig. Au! Dann kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst diesen Ort in etwas zu verwandeln, was wir niemals sein. Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Immer und immer wieder. Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft. Für niemand. Au. So, jetzt habe ich aber... Oh, Scheiße. Ach, scheiße. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt richtig aufs Maul hauen. Jähzorn rein und dann gib ihm, ey. Michel, Luis, ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst doch nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater... Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. So einfach ist das nicht. Doch ist es. Ich muss los, Mom. Dad's da. Michelle? Ihr beiden müsst aufeinander aufpassen, weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Er wird nicht wie er. Versprecht mir, dass ihr nicht werdet wie er. Klar, Mann. Gut sein. Du hast es gesehen, oder? Wie der einen auf Halt gemacht hat? Alles war normal, bis er nach Norden gegangen ist.
Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. Ach du Scheiße. Na super, ey. Die beiden Schweine, die... Nun gut, Rush ist tot, lass dich nicht mehr ändern. Mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush. Ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Ein guter Mann. Selbstlos. Und du... Du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen. Ich sehe nach Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir. Ohne diesen Zug kommst du wohl auch nicht von hier weg, was? Gut. So, jetzt will ich aber erst einmal hier zu meinen Waffen gehen. Alles voll. So, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.